Damen und Herren, wie ihr seht, seht ihr vieles und geringere FPS durch die vielen Fahrzeuge. Die sind alle aus einer Baureihe entsprungen, dem Hovercraft, den wir, glaube ich, in der letzten Folge angefangen haben zu bauen, oder dem zweiten. Und irgendwann hat es halt Unterschiede gegeben. Alle davon haben leichte Unterschiede zueinander und der erste zum letzten ist ein gewaltiger Unterschied. So, wir werden alle mal auf ihre Flugkapazitäten und ähnliches testen. Alle haben leicht andere Präferenzen, was sie können, was sie nicht können. Unterschiede werdet ihr sehen. So, der erste, relativ stable, wie ihr seht, relativ simpel. Er schwebt minimal über dem Boden. Durch Tasten 2 und Tasten 3, die jetzt nicht angezeigt werden, werden hier die Düsen ausgelöst. Das Lenken geht über das Ding da hinten. Okay, jetzt wird es wieder angezeigt. Wahrscheinlich, weil wir weg sind von den ganzen. Auf 1, genau, fahren die Sensoren runter, einschließlich der Düsen. Die Düsen sind etwas overpowered. Also das war der erste, genau. Und der ist ein bisschen unstable. So, das war der erste. Damit hatte ich angefangen. Oder damit wir hier keine FPS so krass fressen und das immer besser wird. So. Nummer 2 ist schon die etwas stablere Version. Die habe ich Stablecraft. Ich habe es so ungefähr genannt. Ein bisschen anders. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Ich überlege gerade. Auf jeden Fall so genannt. Gefühlt so lange her. Es tut mir leid wegen den FPS, aber das kommt wegen den ganzen Fahrzeugen hier. Ich dachte, ich bereite mich vor und stelle schon mal alle hin. Genau, also auch wenn er hochgeht, hat er relativ geringe Chancen runter zu, umzukippen. Das Einzige, was er halt nicht hat. Ach ja, richtig. Genau, lenken hatte er. Statt oben die zwei auf vorne hat er jetzt einzelne. Die sich jeweils halt in andere Richtungen drehen. Die die Rotation eigentlich recht angenehm machen. Hinten, der geht auch. Es ist nur ein Anzeigefehler. Nicht wundern. Guck mal, jetzt mache ich nämlich die hinteren Düsen an. Die jetzt aussehen. Aber die sind an. Genau. Also tatsächlich recht stable, erinnert mich ein bisschen an Takeshis Castle, das Ding. So, wir fahren mit dem Ding erstmal nochmal zu den anderen, sonst haben wir so einen eine ewige Reise dahin. Ich darf jetzt nur nicht in die rein crashen, weil dann gibt es richtig FPS-Drops. Wenn sich zwei Fahrzeuge nähern einander, gibt es hier richtig Probleme. So, das sollte reichen. Sicher, sicher. So, ihr werdet gleich im nächsten sehr viele Similarities sehen. Ich habe die Dinger ja immer aneinander weitergebaut. Der sogenannte Black Hammer, habe ich ihn genannt. Hat solche Funktionen wie... Ne, hat er noch gar nicht. Aber Licht und Radio zum Beispiel. Okay, den Rest hat er noch nicht, was noch kommt. So, er hat sowohl, genau, die eigene Schubdüse... Also auch das hier, er ist halt ein bisschen schwerer, er hat mehr Masse, dann bleibt er eher unten und hebt eher wenig ab. Da kommen aber noch andere von, die ein bisschen mehr Energie auf den Düsen haben. Genau, also nur ein Zwischenschritt zum Gesamtpaket. Hier habe ich dann auch angefangen, mal mit Farben zu spielen. Genau, Lichter, tolle Funktion, die habe ich beim neuesten zum Beispiel nicht mehr, glaube ich. Weil es irgendwann zu komplex wurde. So. Ich habe immer diese Zwischenstücke gespeichert, weil das Spiel, nachdem man es ein bisschen spielt, sagen wir 2 Stunden, abstürzt. So, das ist... Ah, genau, wie ihr seht. Wir können den Motorraum öffnen und schließen. So. Ich mache das jetzt hier alles auf der Flat Map, weil ist so. So, das Ding fliegt ein bisschen mehr. Hat mehr Kapazitäten in die Luft zu gehen und bleibt auch eher ein bisschen oben. Sonst keine großartigen Neuerungen. Die Steuerung bleibt immer noch die gleiche. Wir haben vorne und hinten einen.
Halt die Motorhaube ist... Oh Gott. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, Motorhaube ist halt... zu öffnen. Und hier haben wir schon die nächste Variante mit Glas. Sobald ich jetzt 1 drücke, schließt sich die Motorhaube und oben unser Verdeck. Diesmal haben wir 2 verschiedene Knöpfe, nur für die... für den Boost. Genau. Das Ding ist also ein bisschen schneller als der andere und hat halt sowohl auch für vorne noch 2 starke Düsen. Oh. Warte, kann ich mal hier so. Oh, falsch. So. Das ist stark. Okay, so stark sind sie gar nicht. Ich dachte, die wären stärker. Die hauen uns auf jeden Fall ein Stück nach hinten. Beziehungsweise können rückwärts damit. Das ändert sich auch teilweise noch bei manchen Modellen. Also beide Schubdüsen, die hinten sind, sind stärker als die vorderen. Dadurch, dass wir alle, wenn wir alle ausmachen und Stillstand haben, brauchen wir das nicht über die regulieren, wenn wir jetzt beide anhaben oder so. Das ist eher, wenn man schneller ist, ein bisschen zum Ausgleich noch gedacht. Das hilft tatsächlich ein bisschen. Besonders wenn man nach vorne überkippt, dass die Düsen noch ein bisschen gegendrücken. So. Ein paar haben wir noch vor uns. Zack. Warum habe ich euch die Bauprozesse nicht gezeigt? Weil ihr seht, das ist sehr viel Zeit gewesen und sehr viel... Das sind einfach mal 20 Minuten, wo man einfach nur überlegt oder so. So, das ist jetzt schon, ich glaube, ja genau, der erste fast fliegende. Der hat das Problem allerdings, dass er immer wieder auf den Boden aufknallt. Und ein bisschen zu viel Energie hinten auf den Schubdüsen hat. Ich habe jetzt nicht für jeden Schritt neun gespeichert. Ich habe auch teilweise recht große Unterschiede gehabt. Bin dann wieder zurück und so. Aber guck mal, der hier ist zum Beispiel relativ stable, was wirklich Schweben angeht. Besonders kann er auf tatsächlich sehr hohe Temperaturen, sag ich schon, Geschwindigkeiten kommen. Ohne, dass er jetzt groß ausweicht oder so. Und dann mit dem kommen wir wirklich nicht schlecht zurecht. Ein recht genaues Fahrzeug. Kann auch noch variieren, die Genauigkeit von den Dingen. Zack. Oh, mach ich aus. Genau. Wir kommen jetzt zum nächsten. Ich weiß gar nicht mehr jetzt den Unterschied hierzu. Ah, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Guckt euch die Düsen an. Die sind nicht alle im 45-Grad-Winkel, sondern manche sind auch im 60-Grad-Winkel. Das heißt... wir haben sowohl ein bisschen mehr Aufschwung nach oben, als auch durch die Außenteile ein bisschen mehr Stabilität. So. Die Vorderdüsen sind ein bisschen stärker. Ihr seht, wir kriegen nicht die Geschwindigkeit, die wir vorher hatten, weil die so ein bisschen gegenarbeiten. Also eigentlich ziemlich stark gegenarbeiten, auch wenn wir sie drin haben. Trotzdem können wir recht hohe Geschwindigkeit mit dem erreichen. Und sind aber recht bodengebunden. Die Düsen haben nicht so viel Energie wie die bei den anderen. Aber funktioniert. Habe ich nachher auch. Wir werden sehen, was wir noch haben. So, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt hieß. Wir kommen halt mal weiter. Oh Gott. Was ist denn für einer? Okay, es war ein ziemlich unstable Build. Ich weiß gar nicht, warum ich den gespeichert. Kann das sein, dass ich davor schlafen gegangen bin? Ich weiß es nicht. Also manche sind sehr mit Vorsicht steuern.
Hinten, die Lenkung hat sich auch geändert. Wir haben jetzt hinten Dreierport, so ungefähr. Was heißt Port, aber... Wir haben durch den hinten auf jeden Fall ein bisschen mehr Wucht nach vorne, so wenn wir auch nach vorne, wenn wir auch lenken. Die Knöpfe haben sich, hat sich noch nicht viel getan. Licht funktioniert immer noch, Radio sollte immer noch gehen. Eigentlich hält er sich recht stable, muss ich doch sagen. Also, wenn man jetzt nicht übertreibt. Und er geht echt lange in die Luft, muss man. Und dann beschleunigt er wieder natürlich. Und das ist tatsächlich ein gar nicht so schlechter Bild. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich gespeichert. Ja, dieser kurze FPS-Drop war natürlich geschuldet dem zu nahe kommen des nächsten Builds. Und wir kommen jetzt zu denen, die an den Seiten noch extra Düsen haben. Wir starten. Oh Gott. Ja, genau. Das war die Funktion. Die Tasten sind nämlich teilweise auch anders bei den einen. Okay. Das war der. Okay, ich weiß, ich kann mich erinnern. Die habe ich ursprünglich auf der anderen Map gebaut. Aber es war verdammt schwer, durch das Terrain durchzukommen. Die Düsen hinten sind komplett an. Die bleiben an. Egal, welchen Knopf man drückt. Also zwei davon auf jeden Fall. Man kann noch zusätzlich welche aktivieren. Er gleicht relativ gut aus. Wenn man zu hoch, oder wenn man ganz hoch kommt, kann man eine Barrel Roll machen. Irgendwie sind das zwar noch Fortschritte, aber ich habe das Gefühl, bei meinem neuesten sind es eher wieder Rückschritte. So. Gut. So. Okay. Richtig, die Landung war schon immer ein Problem nachher. Besonders in dieser Phase, wo ich wirklich großartig in die Luft gegangen bin. Hier sehen wir jetzt, hier haben wir oben und unten noch welche. Das Ding hat schon noch mehr Düsen. Jetzt soll es, genau, jetzt ist es aber auf anderen Tasten hier. Diesmal sind nämlich oben links, unten rechts gekoppelt von denen, die außen hängen. Also, damit man an sich besser sich drehen kann. Ich werde den nochmal, ich steige da nochmal kurz ein. Eigentlich war der ganz cool. Der steigt halt aber recht hoch, muss man sagen, ne? Oh. Oh Gott. Ja, okay. Nevermind, wir gucken uns den nächsten an. Yes. So, vier Stück bleiben noch. Ich glaube, die unterscheiden sich ordentlich, glaube ich, noch. Ich glaube, ziemlich. Ich glaube, der neueste mit am meisten. Aber wir gucken mal. So, hier hinten haben wir wieder ein anderes Konstrukt an... ach ja, genau, das ist der erste mit so welchen Flügeln hier. Der mich so ein bisschen an Skorpion erinnert. Ich glaube, ich habe den Flying Scorpion genannt. Das Problem ist halt, man muss durch das nach vorne drücken oder die Schubdüsen aktivieren. Hinten seht ihr, direkt hinter mir ist diese eine Düse, die immer angeht, wenn ich... Jetzt drücke ich W, jetzt drücke ich W. Die ist zum Ausgleichen, weil die Düse, die oben vorne ist, hier, sehr krass gegenarbeitet. Was aber nicht schlimm ist. Aber so vom Prinzip her, dass ihr wisst, was hier anders ist. Genau, vorne an den Flügeln habe ich natürlich noch
Habe ich neue Lenkmechanismen dran. So. Ach ja, und ich glaube, die hatten extrem viel Energie, die Dinger hier. Man konnte auf ziemlich geringer Höhe und Barrel Roads machen. Nicht, dass das irgendwie not tun würde. Aber man kann es machen. Die sind nachher, die sind jetzt inzwischen so, dass man fast gar nicht mehr zur Seite ausgleichen muss, wenn man rollt. Er gleicht sich relativ gut selber aus. Man könnte natürlich immer noch, wenn ich jetzt hochgehe, diese Rolle machen zum Ausgleichen oder so. Aber eigentlich schafft das ganz gut selber. Durch eine hohe Distanz der Sensoren und auch... Oh Gott. Okay. Durch eine hohe Distanzmessung der Sensoren und auch durch höhere Energie der Schubdüsen in dem Fall. So. Genau. Aber gut, der hatte auf jeden Fall ein paar Energieprobleme. Der war ein bisschen stürmisch, aber nicht schlecht. So, Version, keine Ahnung, 8, 9, ich weiß es nicht, wo wir jetzt sind. Ich bin gespannt. Ach ja, die Dinger hier fahren noch runter übrigens. Warum? Ich habe da noch extra Schubdüsen, die uns nach oben bringen. Da die vorne an den Dingern sind. Die sind eigentlich dafür da. Oh, die drehen sich noch gegenseitig gegen den Dings, damit man ein bisschen mehr Auftrieb hat. So, ich drücke jetzt gerade gar nichts. Er schafft es ziemlich gut, sich selber alleine im Kurs zu halten. Ich werde natürlich noch Gas geben. Mal gucken, was passiert. Die Düsen... Huch. Die Düsen, die jetzt vorher zum Barrel Rollen waren, sind inzwischen dazu verkommen, über einen Sensor gesteuert zu werden. Der Sensor fährt runter... Und sobald er denn auf dieser Distanz was sieht, fährt er, benutzt er den und den oberen, um diesen um das auszugleichen. An sich den gleichen Barrel Roll Effekt, aber auf andere Art. Ich meine, dass ich mal, guck mal, ihr werdet gleich sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau hin müssen. Ach ja, und die Lenkung ist jetzt drin an den Dingern. Da ist jetzt ein. Ihr seht, die bewegen sich hoch und runter. Eine weitere Steuerungseinheit, so gesagt, macht das alles noch ein bisschen angenehmer, das Steuern. Hier neigt er auch immer gerne nach vorne. Er gleicht das jetzt in dem Fall aus, weil wir ziemlich tief sind, aber theoretisch, genau, guck mal, hinten können wir immer noch Gas drauf geben und er neigt so ein bisschen eher hoch. Ach, guck mal, da hinten müssen wir hin. So. Dieser neigt auch tatsächlich nicht so oft zum Umkippen, vielleicht auch, weil er diese Stützen vorne, also eigentlich sind es Flügel, um so ein bisschen mehr Stabilität durch die weiter auseinanderstehenden Düsen zu bringen, die aber gleichzeitig passiv noch als Stützen funktionieren, falls man ein bisschen aufkommt. Kann natürlich auch schief gehen. Tut's auch gerne. Vielleicht sehen wir das gleich noch, oder auch nicht. Mal gucken. So, der da hinten. Ich glaube jetzt, also der vorletzte zum letzten sind noch ein paar gewaltige Unterschiede. Da habe ich relativ viel drin gemacht, ohne groß, speichern zwischendurch. Der hier ist auch noch eine Flugeinheit, sage ich mal. Relativ, easy Hand zu haben. Theoretisch können wir sogar drehen. So. Also ihr seht, der ist schon mini... Huch, was habe ich denn? Okay, der hat wieder die drin. Der hat wieder die, im Lenken drin. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich dazu wieder entschieden hatte. So. Ja, jeder von denen hat so kleine Krankheiten. Wo
Muss man halt gucken, welchen man mag, welchen nicht. Der hier zum Beispiel zu viel Energie hinten auf dem, hinter uns. Das heißt, wir lenken immer höher. Das theoretisch muss ich eigentlich den hier machen. Um wieder gerade zu kommen. Oder ich benutze die Dinger, um eine Barrel Roll zu machen. Jetzt weiß ich, da hinten, ne? Da hinten. So. Ach. Jedes Mal. Nein, nicht jedes Mal. Oft vergesse ich das. So. Das ist, aber er hat theoretisch auch wieder, bei dem einen mussten wir relativ viel ausgleichen hinten. Bei diesem hier ist es nicht so, bei dem dürfen wir nicht zu viel ausgleichen. Wenn er erstmal in der Luft ist, ist er auch relativ stable. Relativ. So. Also wir können auch mit dem Alt ausgleichen. Und hier noch zusätzlich wieder Schubdüsen aktivieren. Und uns dann unserem Ziel nähern. So, schön. Ja, ich habe ein paar Favoriten zwischen denen, aber irgendwie baut man trotzdem immer weiter. Dass es nun besser wird, heißt es nicht. Es wird halt tatsächlich komplett anders. Also wenn wir jetzt meinetwegen den ersten nochmal hier hinstellen daneben. Ihr seht die ganzen Versionen, die sind nicht sortiert, warum auch immer. Hovercraft Build. Habe ich sogar so genannt. Ja, zack. So, wir sehen jetzt Version 1. Was ist 1? Ist auch nicht, es war nicht mal 1. Die Version. Keine Ahnung. So. Dieser hier. Natürlich deutlich ruhiger. Nicht so schnell. Deutlich simpler. Dieser hier. Oh, ich bin gespannt, hoffentlich funktioniert der. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles unterschiedlich noch gemacht habe. Achso, der war eher so ein Hüpfer. Also der hat sich zwar relativ leicht so gehalten, aber hat doch recht viel Energie auf den Schubdüsen, dass er immer springt. Allerdings auf Vollspeed hat er unglaublich gute Stabilität. Wir können auch ziemlich geil drehen mit dem Ding. Gut, das weiß ich nicht. Ich bin mir jetzt den angehalten, aber natürlich können wir ziemlich gut mit dem aus voller Fahrt umdrehen. Jetzt sind wir zwar in der Luft, aber... Ach ja, und auf dem Boden knallen passiert jetzt auch nicht so oft, außer wir jetzt aus unglaublicher Höhe. Er hat vorne nämlich, wie ihr seht, V-Stücke, die auch nochmal für Stabilität sorgen. Das ist ein sehr großer Unterschied zu dem vorigen. Genau, ihr seht, er hat vorne immer noch ein bisschen mehr Energie als hinten. Und er hüpft halt. Was ich nicht wirklich hinbekommen habe, wirklich gut gerade zu machen. Ich habe auf jeden Fall noch ungenutzte Triebwerke und so, auch vorne, zwei Stück. Die oberen beiden von den vier Paralleldingern da. Genau. Also, und der hat tatsächlich nur einen Knopf. Das ist auch ein sehr großer Unterschied. Also der hat zu unten vier, aber die sind alle nicht verbunden. Der läuft nur über einen Knopf. Also, und da bin ich eher so auf dem Weg hin. Eher weniger Knöpfe, weniger manuell machen, so ungefähr. Dafür vielleicht ein bisschen aufs Fahren mehr achten. Deswegen wirkt er auch noch so ein bisschen unstable, weil ich nicht so wirklich viel ausgleichen kann mit dem Ding. Selber. Aber das will ich halt ändern. Das ist der nächste Schritt. Wenn ich ihn einfach mal schweben lasse, genau, springt er eigentlich. Sowohl nach rechts als auch nach hinten. Nach hinten ist, glaube ich, klar, weil er hinten nicht exakt genau viel, genug Energie hat, um dagegen zu lenken. Allerdings ist das unglaublich empfindlich. Wenn ich jetzt, ich setze mal den einen höher. Jetzt hat er schon vor, hinten zu viel Energie und springt nach vorne. Also, und ein Level auf irgendeinem, der
einer von vielen ist, macht einen großen Unterschied. Aber den jetzt? Ja, okay, und wir drehen uns tatsächlich noch in die eine Seite, in die Richtung. Aber springen jetzt tatsächlich schon nach vorne. Wir sind zwar mehr auf einer Ebene jetzt gerade. Ach ja, wir springen nach vorne. Hahaha, weil wir Düsen anhaben. Wir haben Düsen, die automatisch an sind bei dem Ding. Richtig, das habe ich ja auch noch gemacht. Die sind automatisch von Anfang an an. Die aktivieren sich nicht noch extra auf dem Knopfzeichen. Kommt, um die vorne auszugleichen, weil die sowieso an sind. So, wir springen ja jetzt noch nach rechts. Das heißt, wir brauchen rechts mehr Energie oder links weniger. Frage ist, welche von den Düsen macht das? Die haben sowieso überall unterschiedliche Energie. Zum Beispiel der hier hat dann auf Mittellevel und der hier ist höher. Wirkt dann natürlich so, zum rechts sowieso schon weniger Energie hat, aber wir springen nach... Warte mal. Also mal kurz gucken. Gut, irgendwie macht das... Kommt es tatsächlich auf die Sensoren an, glaube ich. Wir müssten eigentlich... Aber so sind wir tatsächlich sehr stable. Das finde ich sehr geil an dem Ding. Auf gerade Strecken ist der einfach top. Und selbst wenn ich drehe, braucht er zwar seine Zeit, aber er kommt wieder auf Fahrt. Und hält sich wieder stabil. Hier nochmal kurz. Ich habe die Flat World genommen, um das möglichst genau jetzt zu machen. Wir sind ja an sich jetzt theoretisch gerade. Das meiste hier ist parallel gebaut, bis auf die Schaltung drin und vielleicht ein paar Gelenke. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hinten rechts zu wenig Energie. Und guck mal, der ist schon voll. Auch ein großes Problem. Ich könnte dann natürlich vorne rechts weniger machen. Dass ich dem weniger gebe. Oh, da habe ich nicht rauf. Ich hätte ihn tatsächlich gerne irgendwie stable. Also, dass er wirklich sich selber noch ein bisschen weiter ausgleicht. Das Problem ist natürlich irgendwo so ein zweischneidiges Schwert. Je mehr Sensoren du ranbaust, umso mehr gebunden bist du natürlich an den Boden. Je mehr eigene Düsen du ranbaust, umso eher musst du selber Hand anlegen. Ich versuche halt so ein Mittelding zu machen, eher aber das perfekte, das perfekte Mittelding zu finden. Um beide sich so gesagt gegenseitig ergänzen zu lassen. Was in diesem Fall nicht mal schlecht klappt. Ich muss nochmal eine Sache ausprobieren. Eigentlich könnte ich die hier... Es ist sehr viel Wirrwarr hier. Eins ist so gesagt der einzige Knopf, den wir noch belegt haben. Wenn ich jetzt die mittleren nehme, der hat Mittelfehlenergie und der hat auch Mittelfehlenergie. Er hat zwei. Die haben alle gleich viel. Ne? Daran kann es also auch nicht liegt es auch nicht unbedingt. Dann habe ich versucht mal ein bisschen mit Gewicht auszugleichen, dass ich meinetwegen auf der einen Seite mehr Gewicht habe. Das hat auch nicht immer geklappt. Und sieht auch nachher echt blöd aus. Deswegen versucht man eher mal einen Mittelweg zu finden. Und man muss echt oft sich angucken, wie viel Energie haben die Dinger und wo ist es unserer Meinung nach so, dass wir gegenlenken müssen. Ah ne, guck mal, hier haben die vorne, die sind nicht ungenutzt, die haben sind tatsächlich an einem Sensor dran, wie man hier sieht. Okay. Ich glaube, dann bauen wir mal weiter an dem. Ich würde sagen, darüber mache ich sogar eine Folge. Das heißt, bis gleich.